Wir haben wieder einen netten Besuch. Erzähl doch mal, wer du bist und was du hier machst. Hi, ich bin Melody Aurora. Ich komme aus Merseburg bei Halle, Leipzig. Genau. Und wir haben hier einen eigenen Stand. Ich habe hier einen eigenen Stand mit meinem Studio. Ich betreibe ein Pole-Dance-Studio. Genau. Und die Mädels, meine kleine Jugendbande, die tritt heute auch auf. Also ich trete auch mit auf. 13, 15, 16, 30. Gestern schon zweimal, heute noch zweimal. Genau. Bist du immer schon Tänzerin gewesen? Jein. Vorher war ich hochseriöse Bürokauffrau bei Mercedes-Benz. Ja, sehr geil. Ich finde es immer cool, wenn man so anfängt und auf einmal dann entdeckt, was einen wirklich begeistert. Genau, ja. Also das heißt, du hast so eine ganz stabile Büroausbildung hinter dir. Genau, total stabil, genau. Ja. Und wie lange hast du in dem Job gearbeitet? Nicht so lange, ehrlich gesagt. Ich habe Ausbildung gemacht, dann noch ein halbes Jahr und dann war mir das alles schon zu zugeknöpft und dann fing es an, ja, keine Piercings, keine Haare färben und dann habe ich schon gedacht, fickt euch und ja. Das wird nichts mit mir. Ja, genau. Alles gut. Wann hast du denn mit Tattoos angefangen? Wann hast du denn erst? Ach, mein erstes Tattoo war total süß, habe ich meiner Mutti aus dem Kreuz geleiert mit 15. Ja. Wo war das? Das war mein Fuß, das habe ich sogar noch. Also ich habe es ein bisschen gepimpt, aber ich habe es sogar noch. Ja. Da hat er, darf ich ganz gar nicht sagen, da hat der Walkman-Motor, die selbstgebastelte Maschine, damals noch gedient. Ach krass, so richtig, jetzt, richtig oldschool. Jetzt wissen alle, wie alt ich bin. Vor allem der Walkman-Motor ist geil. Mega geil, es war eine mega umgebaute, selbstgemachte Maschine, ja, Brüller. Darfst du gar nicht mehr erzählen, sowas. Nee, darfst du echt nicht erzählen. Also es sah auch richtig kacke aus, aber es ist halt so cool, dass ich es nicht wegmachen will, weil es einfach 20 Jahre alt ist. Ich habe jetzt nicht mitgerechnet. Ja, gut, super. Und wusstest du da schon, dass du bald ein zweites haben willst? Oder war das erstmal so, ja, wo man sich manchmal so in die Tasche lügt, ja, eins und dann nicht mehr? Nee, ich habe mir nie. Nee. Ich wusste gleich, dass es böse enden wird. Und was hast du jetzt so verewigt bei dir? Magst du mal ein bisschen erzählen? Alles Mögliche. Alles so. Also, ich bin immer der Meinung, viele sagen immer, ich habe so viele negative Tattoos, aber ich bin so ein Mensch, dass auch, ich finde, eine Persönlichkeit wächst daran, aus negativen Sachen, mehr als an positiven, als aus positiven. Genau, und deshalb ist es mir auch wichtig, negative Sachen, also selbst wenn ich ständig daran erinnert werde, weiß ich aber, dass ich es jetzt überstanden habe und dass man daran nicht stirbt. Ja. Genau, deshalb verarbeite ich viel daran. Natürlich mein Ponyarm, den liebe ich immer noch, auch wenn er, vielleicht würde ich ihn heute nicht nochmal machen, aber ich liebe ihn immer noch, weil es so mein Kindergartenplatz ist sozusagen, also meine Ponywelt. Ja, wichtige Sache, habe ich lange für gebraucht, Vorschluss unerschrocken, also dass mich nicht zu Boden zwingen kann, Fearless, genau. Meine allerliebsten Tattoos, das ist mein Plus und mein Minus und mein Blitz auf dem Bauch, also ich hatte Herzversagen vor vielen, vielen Jahren und fürs Wiederaufstehen, ich konnte ein halbes Jahr nicht laufen und deshalb, ich fand, auch jeder denkt immer, das sind irgendwelche Nazi-Tattoos und ich denke immer, wie kleinkariert die Welt ist, das ist viel, viel tiefer und die liebe ich einfach am meisten. Ich konnte ein halbes Jahr nicht laufen und es wieder aufstehen, ein Bein vors andere setzen und so weiter. Deshalb Plus und Minus. Und der Blitz natürlich fürs neue, für den neuen Strom und die neue Kraft. Wie lange ist das her? Mit 30, 29, ein halb Jahr. Ja. Du konntest dann auch nicht tanzen? Nee, da war alles, und die haben auch zu mir gesagt, nie wieder tanzen. Und ja, die Ärzte, die machen es ja immer alles schlimmer. Das habe ich gelernt, Ärzte machen immer alles schlimmer. Für mich ist die Welt damals zusammengebrochen, ja. Ja, aber... Hast du dich da wieder im wahrsten Sinne des Wortes hochgekämpft? Ja, ich habe immer... einen Scheiß drauf gegeben, was die Ärzte gesagt haben. Also es ist vielleicht nicht die gesündeste Einstellung, aber... Ja, ja, man muss da sich durchkämpfen. Ja, muss man, klar. Ja. Und du tanzt jeden Tag? Ja, also unser Studio hat geöffnet von Montag bis Samstag. Genau, manchmal auch Sonntag, wenn wir jetzt Privatkurse haben oder sowas, geht es auch mal an Sonntag. Generell trainiere ich selber viermal die Woche. Ja. Ja, krass, da wird man ja auch richtig kräftig, ne? Ja. Würze. Hatze Würze. Das ist immer praktisch, wenn man das beruflich macht, dann muss man nicht nochmal extra ins Fitnessstudio. Ja, das stimmt, genau. Hast du denn das Tanzen auch irgendwo verewigt? Ja, in etwas Sexuellem. Ich habe ein Bulldance-Chameleon auf meinem Bein. Das klingt cool. Das ist eins meiner Lieblingstattoos und zwar ist es von Tom Leonard, dem Comic-König. Ja. Ich habe damals, also Chameleon, früher haben immer alle zu mir gesagt, ich bin Chameleon, weil ich immer andere Haare hatte und ständig anders aussah. Und ein Chameleon an der Bulldance-Stange fand ich großartig. Ich habe schon auf meiner Warte. Ja, das finde ich auch sehr cool. Wenn es geht, ich will es schon sehen, aber ich wusste nicht, wie einfach das ist mit der Hose. Doch, es geht schon. Man öffnet sich. Man öffnet sich für alles. Wenn schon jemand anders sexuelle Tattoos abdruckt. Oder, mein Chameleon hat nämlich einen Penis. Muss man hier draufstellen wahrscheinlich. Warte. Stell dich drauf. Stell dich drauf. Guck mal, die Wadenmuskulatur hier. Läuft. Läuft, ja. Sehr cool. Ja. Weißt du denn schon, was dein nächstes wird?
Ja, ich muss mal, also was heißt ich muss? Ich hatte da mal so einen wahnsinnigen tollen, eine tolle Idee und wollte mein komplettes Bein mit so einem Sammelbein aus Blumen machen. Allerdings war ich sehr jung. Die sind jetzt nicht abgrundtief schlecht, aber irgendwie nicht mehr zeitgemäß und ich will es jetzt einfach covern. Aber mir fehlt noch so ein bisschen Inspiration. Ja. Ja, aber kann man sich ja hier auch suchen, oder hast du gar keine Zeit rumzulaufen? Doch, ich habe schon ein bisschen geguckt. Ich habe auch schon was ins Auge gefasst. Ah, siehst du, läuft. Was soll ich noch sagen? Genau. Was sonst dieses Jahr noch so bei dir ansteht, worauf du dich besonders freust? Ja, noch ein paar Messen auf jeden Fall. Also in 4 Wochen ist Leipzig, dann bald Erfurt. Ja, ein paar Sachen stehen noch an. Haben wir im März ist nochmal eine große Pole-Dance-Veranstaltung, wo ich mich sehr drauf freue, wo ich teilnehme und auftreten darf. Die wird in Halle stattfinden. Ja, und sonst, ach, ich habe noch so viel. Ach Mensch, ich könnte eigentlich mein Jahr schon wieder ausbuchen eigentlich. Ja, aber guckt auf meine Facebook-Seite und ihr werdet immer auf den Laufenden gehalten. Genau. Sehr gut. Ich frage immer so zum Ende hin, ob ich was vergessen habe zu fragen, wie das Wichtiges noch fehlt, was du erzählen wolltest. Oder ob ihr noch was fragen wollt, dann müsst ihr das reinschreiben unten. Genau. Du guckst danach. Schreiben. Auf fast alles. Sehr gut. Oder ob ich einfach gut gefragt habe und du alles erzählt hast, was dir auf dem Herzen liegt. Warte. Nee, ich denke, alles cool. Ich denke, wir haben... Habe ich noch eine Frage? Darf ich dich noch mal knuddeln? Ja. Du musst.